Sonntag die Kantate im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Gottesdienst Kantate per Video. Wir bringen eine Aufnahme aus unserer Kirche in Neubuko. Sonntag Kantate. Wir haben es versucht, ein wenig in das Bild zu bringen. Auf unserem Altar stehen Instrumente, Flöten, eine Trompete, eine Gitarre und, wie Sie da links sehen, ein großer Notenschlitten. Wir Menschen drücken uns nicht nur mit Worten aus, sondern auch mit Atmen, Stimme hören, laut anheben, sinken lassen, hören und tieferen Tönen. Wir nennen das Singen. Und Gott sollen wir ein neues Lied singen. Ein neues Lied, das uns jeweils hilft, die derzeitige Situation zu begreifen, anzunehmen und aus unserem Herzen zu gestalten. Dazu soll unser heutiger Gottesdienst dienen. Und ich wünsche uns allen dabei den Segen Gottes. Amen. Wir hören den Psalm 98 in unserem Gesangbuch, die Nummer 739. Singet dem Herrn, rühmet und lobet. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und mit Saitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Lasst uns beten. Gott, es tut gut, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, zu vertrauen, dass wir in deiner Gegenwart geborgen sind. Auch wenn wir jetzt hier nur per Video zusammenstehen, feiern wir gemeinsam und vertrauen gemeinsam auf deine Gegenwart. Lass uns deine Stimme in unserem Leben hören, die Stimme, die von deiner Liebe erzählt. Der Klang dieser Liebe lasst unsere Seele aufatmen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Auf Seele zu loben, da herrlich die Zeit kauft, er spannt im Himmel droben, gleich einer Teppich auf, er fährt auf Wolken. Und alles in sein Kleid, Wind wird dich ihn tragen, zu dieser Liebe bald. Lass dir das Lied gefallen, mein Herz im Feuer steht, dein Lob soll erschallen, solang bei Ohren geht. Du trägst es in das Wille und bist aus dem dritten Kapitel des Briefes an die Gemeinde der Kolosser. Zieht nun an, die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand hat eine Klage gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Seelen sein Land. Ich lade
Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute das Fest Kantat. Wir sollen neue Lieder singen. Und Sie haben die Lesung aus dem Brief an die Kolosser gehört. Darin heißt es, singt Gott dankbar in euren Herzen. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Viele Menschen haben an diesem Wochenende vieles auf ihrem Herzen, aber nicht nur Dank, Jubel und Lob. Denn das Leben nimmt keine Rücksicht auf die Feste, die wir in der Kirche feiern. Die Pandemie, die wir gerade erleben und die Ferne in der Gemeinde untereinander, lässt viele traurig sein und die Gemeinde vermissen. Und dann sollen wir Lob und Dank in unserem Herzen singen. Es heißt, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit vor diesen Sätzen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. In dem Kapitel, das wir gehört haben, heißt es im Vers 3, Kapitel 3, Vers 3, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das soll der Grund unseres Lobes und unseres Dankes sein. Wir sind mit Christus gestorben und euer Leben und unser Leben ist verborgen in Christus in Gott. Das geht schon an die Substanz dieser heutigen Sonntagskantat. Es geht nicht nur darum, ein fröhliches Liedchen auf den Lippen zu haben und miteinander die Schönheit der Melodien der eigenen Stimme und der Stimme der anderen zu hören, eine brausende, tobende Orgel und mit Freude einander in die Augen zu schauen. Sondern an diesem Sonntag, in dieser Situation, ist doch einmal tiefer nachzufragen, warum wir das tun. Wir tun es nicht, weil wir so toll sind, eine tolle Gemeinde sind, tolle Väter oder Mütter oder was auch immer, oder weil wir überhaupt nur Gutes miteinander erfahren, was ja nicht mal stimmt, sondern wir sollen sehen, weil wir mit Christus verbunden sind. Im Leben und im Tod. Und das lässt uns in unserem Leben neue Lieder singen. Lieder, die die Menschen außerhalb unserer Gemeinde nicht kennen. Das spüren wir sogar immer deutlich, wenn Fremde in unserer Gemeinde sind, die sich nicht im Gesangbuch zurechtfinden, die auch die Melodien nicht kennen, weil sie die Lieder, die wir singen, und aus dem Herzen, aus dem wir sie heraus singen sollen und können, nicht kennen. Wir gehören zu Jesus Christus. Er hat den Tod überwunden. Und wir hängen an ihm und haben mit ihm auch den Tod überwunden. So heißt es in unserem Glaubensbekenntnis. Und darum danken wir Gott in unserem Herzen. Denn wir haben damit einen sicheren Pfad, auch in schwierigen Zeiten. Trost. Und diesen Trost dürfen wir uns spenden, immer wieder neu, mit neuen Formen miteinander Lieder zu singen und Dank zu sagen. Diesmal über diese Videokonferenz. Wir werden hoffentlich nicht immer nur über Videokonferenz verbunden sein. Das hören wir ja auch schon in den Nachrichten. Gottesdienste sind wieder im engeren Kontakt möglich. Deshalb freuen wir uns an diesem Sonntag nicht nur, dass wir mit Christus verbunden sind, sondern dass wir vielleicht bald wieder miteinander feiern können. Lasst uns das loben und danken. Amen. Sing again.
Preis seist du, der Brunnen der Gnad und tiefe Quelle bist. Daraus das Mal und früh und spät für Heil und Gutes fließt. Was sind wir doch, was waren wir auf dieser ganzen Erde? Lass uns, o Vater, nicht von dir allein geliehen wird. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen lässt? Er wärmet uns in Kälte und Frost, er schützt uns vor dem Wind. Er macht es, dass man Öl und Most zu seinen Zeiten findet. Er gibt uns Leben und Geblüt, er hält mit seiner Hand. Den Göttern wird am edlen Fried in unserem Vaterland. Mein Gott, das kommt von dir, du lässt alles tun. Du hältst die Wache an unserer Tür und lässt uns sicher ruhen. Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott. Denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir dir singen als deine Gemeinde. Doch noch können wir nicht gemeinsam singen. Verschlossen die Münder, stumm die Instrumente. Hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber unser Gebet können wir dir sagen. Gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, und für die Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege. So bitten wir für all die Menschen, die sich Sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. So bitten wir dich, komm uns entgegen, du unser Gott. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind an das Ende unseres Videogottesdienstes angelangt. Lassen Sie sich von den Tönen der Natur, von den Melodien, von den Harmonien, vom Rhythmus und vom Takt des Lebens begleiten und führen. Denn Sie sind Geschenke Gottes. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen, Amen, Amen. Mögen die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und siehe uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und siehe uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab. Wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.